Hallo, mein Name ist Maida und in diesem Video wirst du lernen, wie du dir den Flächeninhalt des Deltoids berechnen kannst. Lass uns kurz die Eigenschaften des Deltoids wiederholen, bevor wir entdecken, wie wir den Flächeninhalt berechnen können. Die Eigenschaften werden wir nämlich für die Herleitung der Formel brauchen. Rechts unten ist ein Deltoid abgebildet. Auch im Alltag haben wir solche Formen. Kommt dir solch eine Form bekannt vor? Ja, genau, zum Beispiel beim Drachen. Das Deltoid wird auch als Drache bezeichnet und ist ein Viereck, bei dem zwei benachbarte Seiten gleich lang sind. Das Deltoid hat also 2 mal 2 gleich lange Seiten, die jeweils nebeneinander liegen. Die Diagonalen stehen im rechten Winkel aufeinander. Und die Diagonale E halbiert die Diagonale F. Okay, lass uns nun herausfinden, wie wir den Flächeninhalt des Deltoids berechnen können. Dazu benötigst du ein Geodreieck, ein weißes Blatt Papier, einen Zirkel, einen Bleistift und 4 Buntstifte. Zeichne zuerst ein Deltoid mit A ist gleich 4 cm, B ist gleich 6 cm und E ist gleich 8 cm auf dein weißes Blatt Papier. Zeichne auch die Diagonalen ein. Du kannst das Video jetzt pausieren und wenn du das Deltoid konstruiert hast, weiterschauen. Ich werde auf dich warten. Male nun jedes Dreieck in einer anderen Farbe an. Wenn du das geschafft hast, schneide das Deltoid aus. Und zerschneide es auch entlang der Diagonalen. Prima. Wenn du fertig bist, dann setze nun die Teile so zusammen, dass du ein Rechteck bekommst. Klebe das Rechteck anschließend auf dein Blatt Papier. Du erkennst nun ein Rechteck und weißt bestimmt, wie du dir den Flächeninhalt eines Rechtecks berechnen kannst. Nämlich mit der Formel Groß A ist gleich Länge mal Breite. In unserem Fall entspricht die Diagonale E der Seite L. Und die Diagonale F halbe entspricht der Seite B. Wie könnte nun unsere Flächeninhaltsformel lauten? Genau, wir können uns also mit der Formel Groß A ist gleich E mal F halbe den Flächeninhalt eines Deltoids ganz einfach berechnen. Wenn du jetzt für Rechenaufgaben bereit bist, dann schaue dir das Basic-Video an. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.